Mädchen endlich mal wieder ein kleiner Motovlog. Da mich meine Senna einen Stich gelassen hat. Ich werde jetzt einen kleinen Krankenbesuch machen. Meine Frau ist leider im Krankenhaus. Oh, tanken muss ich aber auch ganz dringend. Oh. Ja, und wie gesagt, eben der Test, die Einstellung, alles passt und so weiter und so fort. Vielleicht, ob das mit dem Mikrofon jetzt besser ist. So, das typische. Den Weg lang halt mit dem ABS leuchten. Also erstmal tanken fahren. Ja, werden wir mal sehen, wie das mit dem Mikrofon ist, ob das jetzt besser ist oder nicht. Ich habe das hier mal festgebunden an dem von dieser Freisprecheinrichtung, an dem Nolan-Helm. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser ist, ob das besser die Geräusche reduziert. Na gut, Wetter ist jetzt nicht so prickelnd. Stört aber nicht. So, da hatte meine kleine Senna irgendwie Probleme. Hat immer aufgenommen, anscheinend die Dateien aber nicht beendet. Und du kannst das nicht mehr öffnen. Das ging nicht. Hat auch viele aufgezeichnet. Mit keinem Dateienformat der Welt konnte man das irgendwie öffnen oder irgendwie aufmachen oder sonst irgendwie was. Schade drum, da ich gerade im Spessart etliche schöne Touren gebracht habe und mir den Mund bald fusselig gesprochen habe. Aber naja, das holen wir dann halt alles nach, ne? So, ich grüße dann mal wieder hier Gradmeter 24, Strahlemanski. MC2, ach, ganz viele, alle, die wo gerne mal einen Blick bei mir reinwerfen, sich das Ganze vielleicht auch mal angucken. Natürlich auch die Boxer-Fraktion. So, wie ihr festgestellt habt, fast alles die Ecke hier. Na gut, nicht fast, aber jetzt nichts, was jetzt nicht erreichbar wäre. So, dann mal schauen, dass wir wieder ein bisschen Temperatur kriegen. Dann erstmal schnell zum Tanken. Na gut, 370 schafft es eigentlich immer. Jetzt haben wir 345. Aber ich bin bei der letzten Fahrt sehr zügig gefahren. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob sie da jetzt viel mehr verbraucht hat oder nicht. Völlig muss man jetzt auch aufpassen. Das erste Wochenende für die Saisonfahrer, die bis März oder ab März wieder haben. Ja, ein bisschen vorsichtiger fahren, was heißt vorsichtiger, ein bisschen
mehr Piano fahren, da die Geschwindigkeitskontrollen da doch wohl verstärkt zunehmen werden. Ich hoffe mal, dass hier die Schnauf- und was weiß ich, Stöhngeräusche vom Gallen fahren, dass sie nicht ganz so durchkommen wie bei der anderen. Liegt vielleicht daran, wenn man eben mit dem Rauchen aufhört und auf die Dampfmaschine umsteigt, auf E-Zigarette und dann irgendwie radikal von viel Nikotin auf Null runtergeht. Und abends immer eine Heizung auf irgendwas Süßes hat. Und dann sich halt irgendwie den Bauch vollhaut. Nüsse, Süßes, was weiß ich. Ich habe das gemerkt, seitdem ich hier kein Nikotin mehr da drin habe in meiner Dampfe. Bin ich hier der absolute Süßigkeiten- und Knabber-Junkie, ne? Was fällt mir da noch ein? Ich habe mir letztes Jahr einen Nolan N90 gekauft. Bei der Tante Luise so schön im Angebot. Denke, naja, nimmst du mal einen Klapphelm, ist doch ganz klasse. Auch mal für die dampfende Fraktion, Deckel hoch, Stampfe in die Gosche gesteckt, zweimal gedampft. Oder mal hier irgendwie mal schnell aus der Flasche getrunken. Da musst du nicht extra alles abbauen. Ich bin eigentlich enttäuscht von diesem Helm. Der ist sehr, sehr laut. Man sagt ja, Integralhelme sollen eh leiser sein. Aber ich habe mir halt gedacht, na gut, nimmst du halt eine von der Marke und dann wird das nicht ganz so gastig sein. Doch, ist es. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Motorrad ist halt jetzt die beste Möglichkeit, hier Krankenhaus oder sonst irgendwas in der Stadt. Du findest halt überall deinen Parkplatz. Du fährst da durch. Auch da, wo Schranken sind, da fährt man dann halt mal durch und siehst du mich oder nicht? Was dieser Helm hier pervers sieht, ist schon wirklich heftig. Bin ich heute wirklich anständig unterwegs. Irgendwie habe ich hier heute nur Gegenwind.
Kanaldeckel über meine. Ja gut, da unten ist die Tanke, da werden wir dann mal was tanken. Dass ich auch mein Geld mitgenommen habe, weil sonst habe ich nämlich ein kleines Problem. Ja gut, vielleicht kann man auch spülen oder Autos waschen oder gucken wir halt mal, ne? Eigentlich sollte ich vielleicht an die andere Tankstelle fahren, weil das hier ist die erste nach der Autobahn. Und die ist natürlich immer ein ganzes Stück teurer. Viele hier meinen, sie machen hier ein Schildchen hin. Letzte Tankstelle vor der Autobahn oder so. Und dabei kommen da noch fünf. Aber dass die Leute halt einfach angezogen werden. Boah, der Wind ist wirklich heftig heute, ey. Ja, da muss ich dann halt mal gucken, vielleicht muss man das Ganze dann auch ein bisschen untermalen, wenn die Windgeräusche zu laut werden. Jetzt schreien wir erstmal nach einer Tankstelle. Das ist doch hier schon mal gleich 2 Cent günstiger. So. Okay, Geld haben wir dabei, dann passiert hier gar nichts. Schlüssel brauchen wir wieder für die Tanköffnung. Ja, so schön wie das hier mit dem Tankrucksack ist, so bequem wie das ist, so katastrophal ist das eigentlich zum Tanken. Schaut jetzt eigentlich relativ einfach aus. Ja, dann schauen wir doch mal, was hier reinläuft. €1,39, das sind 2 Cent billiger als wir an der anderen Tankstelle vorne. Also ich schätze mal, wenn wenigstens 20, 21 Liter reingehen. Ein 23 Liter Tank ist es.
Wahrscheinlich werde ich den Tankvorgang hier rausschneiden, weil man eh wahrscheinlich nicht viel sieht. Oh, wie gibt's denn das? Das ist schon merkwürdig. Wie bekommen wir denn 23,7 Liter? Wie schafft man das, 23,7 Liter in einen 23 Liter Tank zu bringen? Erstmal nullen wir wieder alles. So, dann machen wir schon mal wegen Temperatur, ne? Irgendwie hat sich wohl der Tank vergrößert, ne?
habe das Gefühl. Sie sind jetzt wohl größer geworden. Gut, heißt der Reisesport, das RS. Vielleicht sollte man ja, vielleicht hat es ja einen automatischen Beweis. Einen automatischen Tankvergrößerer. Ich habe gesehen, ich habe mit dem Kabelbinder hier das Mikrofon an dem anderen Mikrofon festgemacht. Das reibt mir so schön das Kinn auf. Dass es auch blutet, ist wohl nicht so prickelnd jetzt. Aber naja, nur die Hatten kommen ja in den Garten, ne? Ja, Würzburg am Sonntag. Nicht die Welt will los sein, besonders viel. Hat VW Absatzschwierigkeiten, dass die beim VW-Zeigen Volkswagen drunter schreiben müssen? Die Leute noch wissen, was das für eine Marke ist? Oder wie muss ich das verstehen? Ja gut, das Ampelsystem in Würzburg ist immer so intelligent gemacht. Dass wenn man von der einen Ampel losfährt, dass man garantiert an der nächsten steht. Dann fragen sie sich hier mit Feinstaub, was weiß ich. Dass sie den Feinstaub drin haben, anstatt dass die Leute flüssig durchfahren lassen. Ja, ich bin mal sehr auf die Aufnahmen gespannt. Vor allem auf die Tonqualität. Und ob das Hühnchen noch vorne auf dem nagelneuen Mikro ist oder nicht. Nostalgischen Blitzerpunkten mal ein bisschen langsamer fahren, weil wir jetzt anständig sind. Dann bin ich gerade am überlegen, wie ich da am allerschnellsten hinkomme. Genau, fahren wir hier einfach durch. Hier stehen die immer gerne und blitzen, und wenn sie hier oben nicht stehen, dann stehen sie einfach hier unten unter der Brücke. Wo wir gerade drüber fahren.
Das ist der Bahnhof von hinten von Würzburg. Hier ist irgendwie Stadtteil Grumbühl. Studenten, alte Leute. Ja. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Hier ist halt viel aus dem Krieg wieder nachher wieder aufgebaut worden. Lieblingsprüfstelle für Fahrschullehrer, weil hier alles rechts vor links ist. Ja, das ist wieder einer, der so eine Scheibe dringend sauber machen muss, wenn ein Motorrad hinten dran ist. Und aber nicht merkt, dass das vielleicht von innen kommt, nicht von außen. Immer die gleichen Freibiergesichter in den gleichen Kneipen. Ja, wenn ich das so im Nachhinein bedenke, war das wohl sehr, sehr knapp in dem Tank. 23,7 Liter, so viel habe ich noch nie getankt. Vor allem da 23 Liter ja Maximum sind. Nun gut, wir werden gleich da sein. Dann wollen wir schon mal eine Frau wieder zu sehen, dass sie bald wieder rauskommt. Wird hier immer so angeguckt, wie so ein Gestörter, wenn man eine Kamm dabei hat. Das Beste ist, man weiß ja nicht, was unter dem Helm so steckt. Dann denken, das sind alles so junge Dinger. Habe ich auch schon erlebt, dass du dann da blöd angemacht wirst. Und dann machst du mal deinen Helm hoch. Ja, und dann kommt meine fast 50-jährige Fresse da raus. Jetzt muss ich jetzt mal wieder gucken, wie das war. Ich glaube, da konnte man hier irgendwie reinfahren. Motorräder dürften irgendwie durch. Ne? Und dann dürfte man hier sein Motorrad abstellen. Ist das nicht schön? So Leute, dann werde ich jetzt mal sagen, wir machen jetzt erstmal eine Sendepause und wie gesagt, dann sehen wir weiter. Ne? So, macht's gut. Ciao, bis nachher.